Ja, hier im Gelände der Trabrennbahn Kriau, da verlegt Kremsmüller einiges an Fernwärme- und Fernkälteleitungen und wir zeigen euch das Projekt jetzt im Detail. Wir dürfen jetzt mit Herrn Latzinger sprechen. Er ist seines Zeichens Prokurist der Firma Bau-Consult. Und ihr habt ein gewaltiges Projekt hier im Bereich der Trabrennbahn geplant und schon in der Umsetzung. Was passiert da genau? Ja, wir sind jetzt gerade dabei, ein Infrastrukturprojekt zu machen, weil seit 2005 gibt es das Viertel 2. Wir bauen jetzt speziell die Tribünen um zu einem neuen Standort für unseren Bauherrn. Und nachdem beim Happelstadion vorne Hochhäuser geplant sind, muss man die verschiedenen Planungsgebiete miteinander verbinden. Und dafür gibt es eben diese sogenannten KWK-Leitungen, das heißt Energieleitungen, die eingebaut werden müssen. Wir haben mehrere Energiequellen, in sehr großem Umfang Erdsonden, in mittlerweile jetzt 3 Feldern, die wir verbaut haben. Jetzt kommen noch weitere dazu. Und diese, durch das, dass die halt in verschiedenen Bereichen gelagert sind, muss man die miteinander vernetzen. Und da kommt eben von der Firma Kremsmüller dann die Energietransportleitung dazu, dass man das alles vernetzen und auch austauschen kann, wo es Bedarf in welchem Haus gibt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos gibt es ja ein kleines Problem bei Kremsmüller, eine Insolvenz. Aber ich glaube, wir haben bewiesen, dass wir unsere Aufträge pflichtbewusst durchführen. Also bis dato rennt das alles klaglos, als ob nichts gewesen wäre. Ich danke auch vor allem dem Herrn Pfeiffer, der ist immer mit vollem Einsatz dabei, betreut uns, als ob es nichts gäbe. Also wie gesagt, wenn wir es nicht gewusst hätten, dann hätten wir es gar nicht mitgekriegt, dass es etwas kriselt bei der Firma Kremsmüller. Okay, dann bedanke ich mich für die Zusammenarbeit, wünsche weiterhin gutes Gelingen hier am Standort. Und alles Gute. Alles Gute Ihnen auch, Dankeschön. Ich bin die Projektleiterin von der Bau-Consult Energy. Und Sie wissen um die technischen Details natürlich perfekt Bescheid. Ja, also wir befinden uns hier gerade im Viertel 2 und wir versuchen wirklich alle Gebäude hier mit Wärme und Kälte, mit dem Energienetz, mit unseren Erdsonden, mit unseren Abwasserwärmetauscher, mit unseren Photovoltaikanlagen. Also wir versuchen wirklich alle Alternativenergiemethoden hier an unserem Standort so best wie möglich zu nutzen. Und somit sind wir Selbstproduzent an Alternativenergien. Also völlig energieautark, dieses Areal? Ja, völlig energieautark. Mit den Erdsonden funktioniert das so, wenn ich Sommer habe, brauche ich die Kälte. Die habe ich im Winter gespeichert, hole ich mir im Sommer hoch. Somit nutze ich die Energie, die von der Erde, also die im Erdbereich gespeichert wird. Okay. Und gebe immer jeweils Wärme oder Kälte in den Erdbereich ab. Das, was ich nicht brauche, gebe ich gerade ab. Und wenn ich sie benötige, kann ich sie mir wiederholen. Und die Zusammenarbeit mit Kremsmüller funktioniert? Ja, also hätte ich das nicht gewusst, das mit dem Insolvenzverfahren, wäre es mir nicht aufgefallen. Ja. So soll es sein, ja. Und so kann es auch weitergehen. Danke für die Zusammenarbeit und gutes Gelingen hier auf der Baustelle. Es ist eigentlich, ja, aber es ist Corona, was soll's. Ja, Florian, im Hintergrund sehen wir jetzt die Trabrennbahn. Irrsinnig beeindruckendes Areal, wo immer wieder Pferde herumlaufen. Ich glaube, das ist auch schon ein Teil der Herausforderung für euch, oder? Ich glaube, die Pferde sind die größte Hürde, was wir da bewältigen müssen. Du bist da gerade ziemlich gelobt worden vom Kunden, dass wirklich alles reibungslos funktioniert. Wie ist die Zusammenarbeit aus deiner Sicht? Mal danke an den Kunden, er freut mich natürlich sehr. Zusammenarbeit, glaube ich, funktioniert ganz gut. Wir sind von Anfang an eigentlich ziemlich in einem Boot gesessen, haben das zusammen ausgearbeitet von der Planung her und das ganze Konzept. Und ja, jetzt sind wir in der Abwicklung und auch da haben wir viel Freiheiten vom Kunden. Wir arbeiten unsere Arbeiten ab und ja, es passt im Großen und Ganzen. Die Facharbeiter, ganz großes Lob bei Wetter, Hitze, Regen, sage ich jetzt mal, in den letzten 2 Wochen hat es viel geregnet auch. Jetzt wieder von heute auf morgen 34, 36 Grad, Hut ab vor den meinen Monteure, die da wirklich super arbeiten. Und ja, also ganz, ganz großes Lob von meiner Seite. Ja, wirklich ein tolles Projekt hier in der Kriau, wie ich finde. Ein Projekt, das zeigt, dass Kremsmüller trotz Corona und trotz auch unserer Insolvenzphase die gewohnte Qualität abliefert. Hier sind echt engagierte Kremsal am Werk und ein zufriedener Kunde, das freut uns wirklich sehr. Danke fürs Zusehen. Bitte abonniert auch den YouTube-Kanal von Kremsmüller, damit ihr wieder informiert werdet, wenn es was Neues von uns gibt. Und bis zum nächsten Mal.